Ibérico, on est signe, bien dit. Hey miteinander, ich bin der Mau, ich bin der Gitarrist von Lisch. Hey zusammen, ich bin der Niki, ich spiele Schlagzeug bei Lisch. Hey, ich bin Ale und in dieser Videoserie werden wir ein bisschen über unsere EP reden. Wir werden sowohl Songtexte behandeln, als auch so ein bisschen rundum erzählen, was wir so uns gedacht haben bei der Musik. Also beim Opening war es so, dass der Niki und der Mau zusammen eine Idee hatten und die einst in Bandcheck geschickt haben. Und dann so ungefähr ein halbes Jahr später habe ich mich daran erinnert, dass die mal die Idee geschickt hatten und habe die nochmal vorgekramt aus der Aufnahme vom Bandcheck. Und dann habe ich die angeschlossen und gedacht, wow, das wäre ultra geil, um dort so ein riesen fettes Orchester rundherum zu machen. Und ja, dann bin ich dann mit die Bandprobe gekommen, dann haben die und der Mau das angeschaut und haben dazu einen Breakdown geschrieben. Und dann haben wir gedacht, wow, das wäre ultra geil als Setstart so. Genau da gehockt, wo wir jetzt gerade das Video am Aufnehmen sind und haben gesagt, hey, wir brauchen etwas Orchestrales, wir brauchen einen Weg, wo wir einschlagen können, wo prägend das Set einleitet. Sozusagen unseren ersten Aufgang, unser grosses Intro. Wir kommen auf die Bühne und episch, festlich. Es ist der perfekte Opener für die EP, weil es hat ruhige Gitarre-Patterns, es hat fette orchestrale Strings, es hat viel Dynamik, viel Drama und natürlich nicht zu vergessen, es hat Breakdowns. Ein Breakdown, aber dann mal lange. ja, und darum, also es bereitet eigentlich einen perfekt vor, auf was man in der EP noch alles zu hören kann. Ja, und aus dem Opening haben wir dann gerade in der mehr oder weniger gleichen Songwriting-Session haben wir gerade Thin Ice geschrieben. Der letzte Ton vom Opening klingt aus, es ist ein ausgehaltener Gitarre-Powerchord, wo ursprünglich die Idee war, dass der gerade über den ausgehaltenen Gitarre-Powerchord das Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum von Thin Ice. Thin Ice war, glaube ich, so der erste Song, gewesen, nachdem wir Benny so gewonnen haben, wo wir gemerkt haben, shit, wir müssen mehr Songs schreiben, weil wir haben kein Set. Und haben den relativ zügig zusammen gehabt. Sie haben ja dort von der Idee, die sie hatten, eine Demo geschickt. Ich habe mir dort viele Gedanken dazu gemacht. Und ich bin parallel dazu selber auch noch dran gewesen, das Konzept von einem Song zusammenzustellen, weil ich mir schon länger gedacht habe, das könnte gut passen zu unserem Stil. Die Strophenmelodie haben wir wirklich oft müssen, adaptieren noch. Also das hat recht lange gedauert, bis wir die so gefunden haben. Thin Ice soll eigentlich an Mensch appellieren, nämlich an sein Sein und an sein Wirken. Zum einen mal an die Privilegien, die wir hier alle dürfen geniessen. Und gleichzeitig einfach auch die Konsequenzen, die mit unserem Handeln, mit unserem Verhalten einhergehen. Zweite Pre-Chorus, dort hat es einen Synthi-Bass drunter. Der eine oder der andere, der vielleicht auch schon mal Doom gespielt hat, Doom Eternal, weiß oder könnte wissen, wo das ich mich inspirieren lassen. Mick Gordon, fantastischer Produzent, der dann komplett nebeneinander gerissen wird durch den Heavy-Gitarre-Sound mit dem Chor, den wir haben im Refrain, wo wir selber aufgenommen haben, wo gute Freunde von uns eingesungen haben und unter Like von diesen wirklich schweren Gitarren und einer eingängigen Melodie natürlich. Dann, das hat auch noch recht lang gedauert und wir mussten mega viel outfiguren, wie wir das Outro machen. Beispiel, ursprünglich haben wir dort gedacht, dass wir vielleicht nochmal in einen Refrain gehen. Oder also generell hatte ich eine Klavieridee und dann war ich nicht ganz sicher, gewesen, in welchem Feel das wir machen müssen. Also klar war eigentlich, dass es 5/4 sind. Aber ob das jetzt ein schneller oder ein langsamer Rhythmus, vor allem auf dem Schlagzeug sein soll, haben wir eigentlich bis zu der Aufnahme dann nicht gewusst. Und am Schluss natürlich der Teil, wo man einbricht. Und ich finde den mega geil, weil es ist wirklich einfach so, wie als wäre man durch so eine Eisoberfläche durchbrechen.
Für die von euch, die Arcane geschaut haben, es gibt dort eine Szene vom Silco, das ist so der Main Villain von dieser Serie, wo er unter dem Wasser ist. Also eigentlich, man sieht nur ihn und eigentlich in so einer Wasserwelt umgehen. Und da erinnert mich so ein bisschen an Eis bei dem letzten Teil dort. Weil es ist wirklich einfach, man bricht wie ein durch die Oberfläche und es ist einfach nur noch, man schwebt eigentlich in dieser Atmosphäre rein. Oder in dieser Sphäre rein. Ja, und das begleitet von wunderschönen Gitarre-Solis und coolen Bass-Sounds. Tear me apart! Tear me apart! Tear me apart ist ein klassischer Hardrock-Song, könnte man eigentlich so sagen. Ich hatte mal eine Idee, die ich mir einfach notiert habe, die mir einfach immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Tear me apart ist mega schnell entstanden. Wir haben mal eine Probewoche gemacht im Sommer 2022. Und dort haben wir dann eigentlich fast 3 Songs fertiggestellt. Und einer davon ist Tear me apart, der ist mega schnell gegangen, haben wir so innerhalb von einem Tag eigentlich gemacht kann, nachdem die Nico die Vocal-Idee hat. Ja, und so ist der Refrain entstanden und der ganze Rest rundherum. Wir haben es gerade wirklich, das ist nicht so ein komplizierter Song. Es hat geile Strophen gehabt und natürlich, wie zu jedem geilen Rocksong, muss natürlich ein Gitarre-Solo mit dabei sein. Das Gitarre-Solo. Ich habe Pinch Harmonics entdeckt für mich zu der Zeit, wo wir das geschrieben haben und wie man gehört, auch direkt im zweiten Ton der Gitarre-Solo ist ein Pinch drin. Ich habe Tapping gelernt und nachher unbedingt wieder anwenden, wo ich auch im Schlussteil vom Solo drin habe. Ein klassisches Hardrock-Solo, vielleicht immer wir es kennen aus Hardrock-Songs aus den 80ern umeinander, aber gleich mit einem bisschen noch einem moderneren Touch, was Heaviness anbelangt, dadurch, dass es natürlich aus einem bisschen Breakdown-mässig immer etwas rauskommt. Ist heavy. Kommen wir zu unserer allerersten Single. Frozen in Time ist wohl der Song, den wir am längsten geschafft haben, würde ich sagen. Er hat mega viele kleine Details drin, wo wir haben müssen uns überlegen und die dann reintun. Ich denke, der Song hat so unseren Stil definiert. Also da, wo wir Melodic Drama Core nennen, das ist in Frozen in Time das erste Mal zum Vorschein gekommen. Und der Song ist actually entstanden, wo ich während einer Autofahrt Bring Me To Life von Evanescence gehört habe. Und dann denke ich, Alter, was ein geiles, muss einen Song schreiben. Und ich kann nicht einmal wirklich sagen, was das wirklich inspiriert hat davon. Es ist einfach irgendwie aus dem heraus dann entstanden. Ein Melodic Drama Core ist eben genau das, dass Heavy-Gitarren, aber sehr melodisch, dramatische Passagen, dramatische Rock, natürlich irgendwo ihre viel Emotionen, Emotionsachterbahn, die man vermitteln will, wo mit ruhigen, nur ein bisschen Klavier und Gesang und dann aber kann auf der anderen Seite Vollgas-Breakdown mit Schlagzeug, Gitarre und Bass und rein und Screams, wir haben einen Scream. Frozen in Time erzählt von der Angst vor dem Nichts. Heisst, von der Angst vom Sinnlosen, vom gleichzeitig aber auch vom Sinnsuchen für mein Dasein, für dein Dasein, für wer auch immer das dazu trifft. Es erzählt vom gejagt werden von etwas, das eigentlich gar nicht da ist, aber halt eben doch da ist, eben die Nichtigkeit und dass die Leere, die einem doch andauernd heimsucht. Sei es jetzt zum Beispiel, ich versinke täglich. Ich hocke täglich vor meinem Computer und mache jeden Tag genau das Gleiche und nicht anders. Und dann gehe ich wieder heim, gehe schlafen, stehe auf, gehe wieder machen. Einfach mein Alltag ist immer gleich grau und es passiert nicht viel. Und dann stellst du irgendwie die Frage, okay, warum mache ich das Ganze überhaupt? Macht das überhaupt einen Sinn? Gibt das überhaupt Sinn? Und es vermittelt wie so eine Art so das Gefühl von, ich bin gefahren in der Zeit, ich bin frozen in time und es passiert einfach gar nicht so recht. Dann haben wir in recht kurzer Zeit geschrieben. Der Nico ist mal zu mir gekommen und wir haben eigentlich einen anderen Song geschrieben, aber
dann ist der Nico mit einer Idee gekommen und hat gemeint, ah ja, das passt voll zu dem Song. Und dann habe ich gesagt, ah, das passt voll nicht zu dem Song. Ich hatte eine andere Idee gehabt, also eine andere Chord Progression, und dann haben wir das aufgenommen. Da ich habe gewusst, dass das ein Banger wird. Das ist, glaube ich, so der ikonischste Song, den wir geschrieben haben. Ich beschreibe es auch gerne als Hymne, weil der Song ist knapp 7 Minuten lang. Aber ja, er slept different. Es ist ganz geiles Lied. Ich glaube, wir haben eine Vorliebe so für lange Bridges. Die Bridge ist einfach sehr lang, sehr emotional, sehr aufbauend, sehr episch. Und es ist einfach so, es kommt alles zusammen. Es wird schön abgerundet mit einem Gitarre-Solo und mit Gitarre-Voices von Mau. Und die... Ah, es ist so schön, wow. Schweres, langes, melodisches, melancholisches, sehr dramatisches Ding, wo ich wahnsinnig fühle. Dawn, mein persönlicher Favorite von dieser EP, ein Song, wo eine Story in sich ist. Es ist ein Film, der im Kopf kann, aus Emotionen einfach zusammengefügt ablaufen. Das Ganze ist natürlich, baut alles auf einen Klimax, der für mich der Teil ist von der Bridge, wo ganz am Schluss kommt, wo natürlich die verzerrte mit ganz vielen halt Gitarren reinkommt und die spielt, was ich unglaublich geil finde. Auf jeden Fall erzählt Dawn vom Menschsein in einer Welt, wo man tagtäglich von Hiobsbotschaften konfrontiert wird. Und eigentlich das Einzige, was einem noch antreibt oder was einem am Leben behaltet, ist die Hoffnung. Und eben genau diese Hoffnung ist es, die einem wie ein Lichtschimmer durchs Dunkle begleitet, bis es endlich wieder hell wird. Forsaken, wahrscheinlich der Song, der genau andersrum wie Tear Me Apart am längsten gebraucht hat, bis wir den fertig geschrieben haben. Weil, also der war am Anfang komplett anders gewesen. Heavier, Breakdowns, meine Füße sind froh, dass man den nicht mehr spielt, weil es war damit sehr viel Double Bass dabei gewesen. Ein Song im Stil von einer Ballade, aber natürlich viel mehr als das. Es ist bei Forsaken hat man das, also ich da das Fantasy-mäßige, so wirklich episch, wirklich Fokus episch. Meiner Meinung nach ist es absolutes Meisterwerk. Also das ist wahrscheinlich so der erste Song, wo bei den Leuten an Live-Gigs so richtig eingefahren ist. So die Refrain-Melodie mit You Are Forsaken, die ist so einprägend und so ikonisch, dass man einfach direkt eigentlich im Song schon damit mitsingen kann, weil es einfach... Man spürt so den Moment, wenn der kommt. Und Forsaken ist ebenfalls ein geiler Song geworden und auch dort haben wir wieder einen Breakdown mitgenommen. Es ist so klein natürlich angelehnt an die Progressive Metal Breakdowns, die man so ein bisschen so kennt. Forsaken ist der letzte Song von der EP und der hat eine 180 Grad Wendung gemacht. Der ist am Anfang mega, also es war fast eine poppigere Strophe gewesen, aber der Refrain hat keine Strings drin gehabt, nur Gitarre. Und die Bridge war mega hässig gewesen. Dun 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 da dun 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 da und dann dun 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 dun. Haben wir aber gefunden, dass die Bridge und so, dass das nicht ganz passt. Also erstens zum Thema vom Song, aber auch einfach zu den Chords und zum Majestätischen, wo der Song ist. Forsaken erzählt von einer Welt, wo die Menschen nicht miteinander reden. Heisst, sie koexistieren zwar, aber miteinander interagieren tun sie nicht. Also sie tauschen ihre Emotionen nicht aus und sie bleiben eigentlich sehr stark bei sich, obwohl sie eigentlich immer irgendwo unter Leuten ist. Man ist unter Leuten, aber allein. Das ist das, was Forsaken aussagt. Im Umkehrschluss soll es aber auch genau daran appellieren, wie wichtig das ist, um sich miteinander auseinanderzusetzen, zum Zulassen einander, zum sich spüren und vielleicht auch ein Stück weit merken, was wirklich wichtig ist im Leben. The curse unfolds.